Hallo, hier ist Klaus von technophil.de. Ich möchte euch heute zwei Handys vorstellen bzw. gemeinsam mit euch auspacken und ein bisschen vergleichen, die zu den absoluten Top-Modellen, die es derzeit auf dem Markt gibt, gehören, nämlich dem Samsung Galaxy S3, gerade erst im Mai vorgestellt und dann Ende Mai auf den Markt gekommen, und dem HTC One X. Beides Top-Modelle der entsprechenden Firmen. Mit Quad-Core-CPU, großem Bildschirm, einer Menge Speicher drin, NFC und allem möglichen Pipapo, was man sich so an einem Handy wünschen kann. Ich fange mal an, es auszupacken, fange mal mit dem Samsung Galaxy S3 an. Ihr seht vielleicht, ich habe es schon mal ausgepackt gehabt. Es ist kein jungfräuliches Unboxing jetzt sozusagen. Erspare euch jetzt letztendlich auch das Abziehen, Abpeddeln der ganzen Folien und so. Können wir kurz noch zeigen, was an Zubehör dabei ist. Eigentlich so das Standardprogramm, ein Ladegerät, das dann per USB an das Handy angeschlossen wird. Das USB-Kabel kann gleichzeitig auch als Datenverbindung dienen. Ein schickes weißes Headset bzw. Kopfhörer. Das muss ich mal gucken. Ist das überhaupt ein Headset? Ich glaube, es sind nur Kopfhörer. Noch ein paar Silikonstöpsel dafür. Das war's auch schon. Unten drunter ist noch ein paar Papierchen, gut versteckt in der Kiste. So viel zum Packungsinhalt des Galaxy S3. Dann enthüllen wir doch auch mal das HTC-Gerät, das One X, in einer ganz interessanten Verpackung hier. Das sieht so aus wie Styropor mit diesen rundlichen Kanten und so. Es ist aber, glaube ich, aus Pappe gemacht. Also sehr umweltfreundlich soll das auch sein. Hier ist noch die Folie drauf, aber freundlicherweise hat HTC. Na, versuchen wir es mal rauszukriegen. Jupp. Wirklich nur oben drauf eine Folie geklebt. Schon ist sie ab. Das ist eine relativ angenehme Sache. Man muss nicht so viel rumpindeln. Das Samsung war rundherum eingepackt. Das war ein bisschen fummeliger. Hier mal ganz kurz das Gerät. Das ist, glaube ich, die graue Variante. Kamera guckt so ein bisschen knubbelig hervor, aber gehen wir auf die Details vielleicht nochmal später in den Vergleich. In dem interessanten Kistchen befinden sich noch auch das Netzteil, das entsprechende USB-Kabel und ein Headset. Immer das gleiche, ein bisschen Papierkram noch dazu. Ein paar Aufkleberchen, keine Ahnung, wo man die drauf pappen soll. Bestimmt nicht aufs schöne Display. Ja, gucken wir uns die beiden Geräte nochmal ganz kurz im Vergleich an. Das soll ein allererster Vergleich werden und letztendlich ein bisschen auch Vorgeschmack auf den ausführlichen Vergleichstest, den ich in den nächsten Wochen dann veröffentlichen werde. Ich werde jetzt ein paar Wochen mit Zeit nehmen, die Dinger wirklich im Alltagsgebrauch mir anzugucken. Das Galaxy hatte ich schon jetzt 2 Tage mit in der Tasche immer dabei. Aber gucken wir erstmal so ein bisschen die Äußerlichkeiten. Es sind beides erstmal sehr, sehr große Geräte. Das Galaxy S3 hat ein 4,8 Zoll Display. Das HTC, glaube ich, einen Hauch kleineren und vor allen Dingen etwas schmaler ist der. Ja? Beides Riesendinger, beide HD-Auflösung, also 1280 mal 720 Punkte. Hat zum Beispiel der 15 Zoll Laptop, mit dem ich sonst arbeite, hat weniger Auflösung. Also extrem feine Auflösung für so ein kleines Gerät, selbst wenn es für ein Handy wiederum groß ist. Da gehen wir vielleicht später im ausführlichen Test, gehe ich da mal mit ein bisschen mit der Lupe oder mit dem Makro dran und schauen wir mal, ob man das zeigen kann, wie fein auflösend das ist. Ich mache es mir erst wieder aus, das irritiert vielleicht eher. Es sind extrem große Geräte, die beide mit einer Hand eigentlich nicht mehr wirklich zu bedienen sind. Wenn ich jetzt hier mit dem Daumen oben an die Statusleiste dran käme, dann habe ich eigentlich schon keine Chance mehr. Zumindest nicht, wenn ich das Ding halbwegs sicher noch halten will. Jetzt liegt es noch auf den Fingern irgendwie. Unten an die Zurücktaste dran zu kommen. Beim HTC ist es ein ganz klein bisschen besser, aber auch nicht wirklich, weil es etwas schmaler irgendwie einfach wird. Gucken wir uns in diesem Unboxing und im ersten Vergleich mal vielleicht nur ganz kurz die Größenverhältnisse an. Die sind bis auf Millimeterbruchteile wirklich identisch groß. Das Galaxy Hauch größer, aber das tut sich nicht viel. Auch von der Dicke her ist es erstmal schwer zu sagen mit bloßem Auge, welches von denen ist flacher oder dicker. Wenn ich es mal auf den Tisch lege, wird man aus der Perspektive nicht so sehen können. Fühlt man, dass das HTC ein bisschen dicker ist, was unter anderem wohl auch an diesem Kamera Wulst hier liegen kann. Die Kamera steht da etwas ungünstig ein bisschen raus. Ja, ich will mir, wie gesagt, jetzt in den nächsten Wochen die Dinger recht genau angucken, in der Praxis testen. Für mich interessant ist insbesondere, wie gut
kommt man noch mit so einem großen Display zurecht. Das hat natürlich so seine Vorteile, da kann man wunderbar mit surfen, hat sehr viel mehr Bildinhalt. Andererseits, wie eben schon gezeigt, mit einer Hand eigentlich nicht mehr sinnvoll bedienbar. Was ein großer Nachteil ist für mich, ist die Frage, ob sich das irgendwo gegeneinander aufwiegt, ob man sich vielleicht daran gewöhnt, damit umzugehen. Das will ich wirklich im Praxistest rausfinden. Die werden mich also jeder mindestens mal eine Woche lang begleiten und dann schaue ich noch mal ein bisschen weiter. Ansonsten natürlich auch so ein paar andere praxisrelevante Tests, wie gut ist der WLAN-Empfang, Sprachqualität und solche Sachen. Wenn ihr noch Ideen habt oder spezielle Wünsche, was ihr gerne mal wissen würdet, wie das bei den beiden Geräten ist, schreibt mir gerne einen Kommentar, entweder bei technophil.de auf die entsprechende Seite oder gerne auch bei YouTube. Ich werde versuchen, so viel wie es geht davon zu berücksichtigen. Natürlich keine Falltests oder ähnliche zerstörerischen Sachen. Das kann ich nicht machen, denn die Geräte gehören beide nicht mir. Vielen Dank an dieser Stelle an getgoods.de, die beide Geräte als Testgerät mir zur Verfügung gestellt haben. Soweit erstmal von diesem Teaser-Video sozusagen. Ich hoffe, dass er einen Bookmark setzt bzw. mein Channel abonniert oder den RSS-Feed von der Seite und dann auch direkt mitbekommt, wenn ich so in schätzungsweise 3 Wochen den Testbericht zu den beiden Geräten, einen ausführlichen Vergleichstest, veröffentliche. Bis dahin, euer Klaus.